wir sind ja bei der Easy-Version von Bellachau, deswegen geht's ein bisschen anders. Una mattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e l'ho trovato l'invasor. Herzlich willkommen zur Aktion mit der Ukulele durch den Sommer. Wir sind beim letzten Lied angelangt. Fünf waren es und jetzt kommt Bella Ciao noch zum Abschluss, bevor wir uns dann treffen und versuchen, alle fünf Lieder zu spielen. Und heute lernst du die Akkorde von Bella Ciao und ein leichtes Schlagmuster dafür. Und das ist wirklich ein super Stück, gerade für Einsteiger. Ich brauche drei Akkorde und die liegen sehr, sehr gut in der Ukulelenhand. Also dranbleiben, üben und Spaß haben. Das Partisanenlied Bella Ciao ist über 100 Jahre alt. Ursprünglich wurde es von Reispflückerinnen gesungen um die Jahrhundertwende, um 1900 in der Nähe von Bologna, die für ihre Freiheit sich eingesetzt haben. Im Zweiten Weltkrieg wurde es dann von den Partisanen, von den italienischen, entdeckt und für sich gesungen, eine eigene Hymne als Kampf gegen den Faschismus. Und ist heute immer noch einfach ein Lied gegen die Obrigkeit, gegen Ungerechtigkeit. Und 2018 hat die Netflix-Serie Haus des Geldes diesen Song aufgegriffen mit neuen Beats unterlegt. Und das war es, der super Sommer. Deswegen ist es auch sehr, sehr bekannt, aber hat eine lange Geschichte und besteht wie Volkslieder eben oft aus wenigen Akkorden, ist ganz schlicht und ganz klar aufgebaut. Das heißt, mit wenigen Mitteln kann man Großes hier erreichen. Es hat 8 Takte und da verteilen sich 3 Akkorde. E-Moll, A-Moll und H7. Und ich würde dir vorschlagen, dass du zunächst einmal diese 3 Akkorde nimmst, bevor du dann zum Lied gehst, und die Reihenfolge quasi übst, dass das ganz gut in der Hand liegt. Ich zeig dir mal, wie man die greift, die Akkorde. Der erste Akkord, E-Moll, liegt wie so eine Treppe auf. Erster Finger, zweiter Finger, dritter Finger. Ja, die rechte Hand, da spielst du einfach irgendwelche Rhythmen durch. Das ist gar nicht so wichtig, sondern dass die linke Hand irgendwie wirklich gut liegt. Und der zweite Akkord, den du brauchst, ist H7. Dann nehme ich diese Treppe und rutsche die ein Stockwerk hoch. Also E-Moll. Da ist die G-Seite nicht benutzt, wenn man will. Da wird kein Finger drauf gedrückt. Und dann rutsche ich nach oben. Und dann ist die A-Seite, die erste Seite, leer. So, und der dritte Akkord, den du brauchst, ist A-Moll. Dann nimmst du den ersten Finger auf den zweiten Bund und drückst runter. Oft wird A-Moll auch im zweiten Finger geschrieben und gespielt, was auch Sinn macht. Aber wenn ich es mit E-Moll kombiniere, würde ich eigentlich das so machen. Also die 3. E-Moll, H7 und A-Moll. Das ist aber jetzt noch nicht die Reihenfolge von dem Lied. Aber bevor du anfängst, nimm diese Akkorde und spiele einfach da mal mit rum. Reihenfolge ist ganz egal. Wichtig ist, dass die Finger ganz elegant zwischen diesen schön auf der Ukulele liegenden Akkorden hin und her springen können. Was ich als Einstieg gemacht habe, ist dann nur, dass ich mit der rechten Hand ein bisschen gezaubert und ganz schnell auf den Abschläge gemacht habe. Aber links habe ich nichts anderes gemacht als diese Akkorde gespielt und ein bisschen abgestoppt. Gut. Kommen wir zu dem Lied und jetzt bringen wir es in die Reihenfolge, die es braucht. Es ist ganz viel E-Moll und dann kommt ein bisschen dieses A-Moll und H7. Die ersten 4 Takte sind nur E-Moll. Ja? Ich pfeife die Melodie dazu und wir spielen hier E-Moll. Hier ist es. Und die erste Hälfte des Liedes. Una mattina mi son alzato, oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Achte darauf, dass die Ukulele aufrecht auf dem Oberschenkel sitzt, an deinem Körper leicht gedrückt, die Hand schön diese Form hat, dass es nicht irgendwie zu unbequem ist für dich, sondern dass es eh mal richtig gut klingt, jeder einzelne Ton. Und dann kommt Una Mattina, also quasi in Takt 5, Una Mattina, A-Moll, Mi son alzato, zurück zu E-Moll. Und jetzt vorletzter Takt, kommt H7, Ba-di-da-da-di-da-di-da.
Ja, machen wir nochmal die zweite Hälfte, also Takt 5 bis 8. Geht mit A-Moll los. Una mattina mi son alzato e ho trovato l'invasor. Das ist das ganze Stück Bella Ciao. Jetzt spielen, hat er viele Strophen dieses Lied und irgendwann wird es sich dann automatisiert. Und wenn du noch ein einfaches Schlagmuster willst, was gut zu diesem Song passt, empfehle ich einfach Down, Down, Up, Down, Down, Up, Down, Down, Up, Down, Down, Down. Du kannst in der rechten Hand den Zeigefinger nehmen und damit auf- und abschlagen. Oder du nimmst runter den Zeigefinger und hoch den Daumen. Ist so Geschmackssache. Ich wechsle ab, ich mache gerne beides. Also wenn ich es zähle, habe ich Down, Down, Up. 1, 2 und 3, 4 und Down, Down, Down. Und das auf alle Akkorde angewendet. Nimm dir wieder einen Akkord raus, bring es zum Laufen. Gesang ist ja noch nicht dabei. Schon schwer genug. 1, 2 und 3, 4 und 1, 2 und 3, 4 und 1. Jetzt nehmen wir die Strophe dazu. Akkordwechsel bleiben aber bei diesem Schlagmuster. Eines Morgens in aller Frühe, oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Eines Morgens in aller Frühe trafen wir auf unseren Feind. Eines Morgens in aller Frühe trafen wir auf unseren Feind.